Alters, wurde vor 35 Jahren gegründet. Begründer sind Martina Gabor und Gerhard Kubacek. Das primäre Ziel dieser Hilfsorganisation ist es, den Menschen mit Herz und Liebe zu helfen. Die betroffenen Personen, welche Hilfe bekommen haben, kamen aus verschiedenen Ländern und die Gründer pflegen den Kontakt mit ihnen bis heute. Nun als Beispiel zwei Briefe, die an diese Organisation geschrieben wurden. Jenny schreibt aus Amerika. Liebe Martina und Gerhard, schon mit 11 Jahren habe ich viel Armut und Hoffnungslosigkeit gemeinsam mit meiner Mutter erlebt. Er hatte kein einfaches Leben. Da wir noch nicht lange in Österreich waren, konnten wir uns nirgendwo zurechtfinden. Dann hörten wir von eurer Hilfsorganisation. Der Tag, an dem ihr uns mit warmen Händen und einem lächelnden Gesicht in Empfang genommen habt, ist einer der wunderschönsten. Martina und Gerhard, ich habe von euch nur das Beste gelernt und das hat mich durch mein Leben getragen. Es gibt eine Neuigkeit. Ich selber habe eine Hilfsorganisation in Kalifornien gegründet. Bin so glücklich, wenn ich anderen Menschen helfen kann, so wie ich es von euch gelernt habe. Liebe Grüße nach Österreich, Jenny. Zweiter Brief ist von Julia aus Amsterdam. Liebe Martina und Gerhard, ich erinnere mich noch heute, wie damals, als ich 8 Jahre alt war, mein Vater zum ersten Mal von euch hörte. Wir waren in einer sehr schweren Situation, ohne Aussicht, dass ich etwas bessern könnte. Wir waren am Ende. Doch dann haben wir euch gefunden und das hat unser Leben verändert. Seit dem Tag bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Martina und Gerhard, ich werde euch und eure Unterstützung nie vergessen. Danke für eure Hilfe. Liebe Grüße aus Amsterdam nach Österreich, Julia. Guten Tag, ich suche euch schon lange. Ich suche
man sagt ihm zu mir, Nikos, geh zu dieser Organisation und die kämpfe. Aha. Ich komme. Bitte, Papa, komm, bitte, setzen Sie sich. Oh, ich kann stehen. Okay. Bitte, möchten Sie was trinken? Nein, danke. Danke. Ich, okay. Ich habe was anderes. Sie, bitte. Entschuldigung, von wo kommen Sie? Ich komme von Ex-Jugoslawien. Ja. Montenegro. Ja, Montenegrena. Sie wissen. Aber Njeguša ist eine schöne Name, vor bekannt, Njeguša. Ja, mein Onkel. Wow! Ja, Njeguša, mein Onkel und ich bin jetzt. Aber, man sagt ihn zu mir, so. Geht zu dieser Organisation? Genau, wir sind die Hilfsorganisation für alle. Ich brauche Hilfe. Was brauchen Sie denn ganz genau? Ich brauche Arbeit, ich brauche. Entschuldigung. ich brauche Arbeit. Ich in Montenegro arbeite in viel Hotel. Hotelportier, ich arbeite. Hotelportier, ich suche, ich war in Deutschland, nichts finden, ich liebe diese Arbeit, Hotel. Hier war in Jugoslawien, sehr gut. Viele Gäste. Wie viele Jahre haben Sie gearbeitet in Jugoslawien? Oh, viele Jahre, ich viel Arbeit. Beste Portier von allen Hotels in Montenegro. Ja, dann kommen diese Krieg. Ja, viele Jahre. Ja. Wie viele Jahre? Zwei, fünf, zehn, 20! 20 Jahre, ich arbeite Portier. Jetzt will ich wieder arbeiten, Portier. In Österreich sagen, diese Organisation helfen. Portier. Entschuldigung, was ist das? Eigentlich ist das eine Geschichte. Vertrauen Sie, wir sind welche Menschen. Sie können uns alles sagen, genau. Wissen Sie. Ich war in Deutschland und ich kennengelernt eine sehr, sehr schöne Frau, also liebe meine Leben. Ja. Ich hatte eine Kind sogar auch noch. Schön, wie alt? Leider habe ich, sie musste jetzt um 4 Monate sein. Ja, okay. Melanie. Meine Liebe. Ich habe sie nur am Geburtstag gesehen und dann sie weg ihre Familie nehmen. Meine Frau, meine Liebe, meine Kind im Himmel. Also die Frau hat Kinder. Meinen Sie, die Frau ist geflüchtet mit ihrem Kind? Ich nicht wissen, ich muss nach Österreich. Ich verliere alles in Österreich. Man sagt zu mir, Njeguš, du musst weg von Deutschland. Ich habe mich transportiert dort. Was glaubst du? Transportieren, ich komme nach Österreich und denke mir, ich fange jetzt ein neues Leben und irgendwie zu meinem Kind wieder. Irgendwann. Ja, das tut mir leid, ich traue mich. Aber jetzt bin ich da. Okay. Bitte. Markus, bitte, was können Sie tun? Nein, was wir machen können, wir können leider das Kind nicht finden. Das kann nur der Herr Gott, aber. Ich finde. Wir können nicht zum Beispiel eine Arbeit finden, oder? Das wäre schon was. Haben wir so irgendwelche Stellen an der Hotel bekommen? Hotel. Okay, ja. Gut für Hotel. Montenegro. Montenegro haben wir nicht. Aber Montenegro ist nicht hier, hier ist Esther. Ja, kann auch Hilton sein. Ja, wir haben einen. Na gut, kann man sehen. Markus Hilton. Ich frage gleich nach. Es bitte frage ich gleich. Ja. Ich. Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie. Markus von der Hilfsorganisation für alle Menschen spricht. Guten Tag. Wir haben hier einen sehr netten Herrn, der ist jetzt auf der Suche wieder nach einem Job. Okay, ja, wir haben genau diese Stelle von Ihnen bekommen. Portier, richtig, genau. Ja, Portier. Wie alt? Moment. Wie alt sind Sie jetzt? So. 45. 43. Man sagt, Njeguš, wenn 43, du noch 40. Alles verwechselt. Okay. 43. 43 Jahre. Nicht 50.
Ich denke nicht, halt mal. Ja, danke für die Geduld. Also ungefähr 45. 43. Okay, ja. Ja, er hat bereits Erfahrung gesammelt. Genau, genau. In Montenegro hat er. Hotel? Moment. Montenegro. Montenegro? Montenegro. Okay, aber wie nennt sich das Hotel? Ich Montenegro? Hotel Montenegro. Ja? Bestecken. Ja. Entschuldigung, Name, Name. Name Montenegro. Montenegro. Hotel Montenegro. Können Sie bitte kurz still sein? Ich bin groß. Okay. Also er hat schon mehrere Jahre Erfahrung bei Hotel Montenegro in Montenegro. Genau, so ist es. Ja, super. Ja, dann sage ich ihm gleich, okay. Okay, gut, danke schön, danke wieder. Okay, wir haben für Sie was, ja? Sie kriegen einen Schnuppertag. Das ist Montag. Probetag. Eine Probetag. Genau. Ich bekomme eine Probetag. Ich sage Ihnen, wenn ich eine Probe da bekomme, ich arbeite immer. Okay. Ich nichts in Deutschland. Also Sie gehen so, so wie jetzt Sie angezogen sind dort, ja? Also ja. Elegant. Was sage ich? Hingehen. Sie werden vermutlich als Nachtportier eingestellt. Ja? Portier, Portier. Weil Ihr Deutsch ist nicht so. Mein Deutsch, gute Deutsch. Okay. Ich soll sagen. Ja. Ich habe A, B, B die besser. Angemessene Deutsche. Ja. Gute Nacht, gute Nacht. Viel das ich immer so sagen, Negros gut gemacht. Wenn Sie dort kommen, sprechen Sie nicht viel, lächeln Sie nur, okay? Das geben Sie den Job. Ich danke euch vielmals, danke schön. Danke. Geben Sie uns bitte Bescheid, ja? Ja, ich komme wieder. Ich bringe Blumen. Er soll am besten. Heute kommen wir nachher. Natürlich, kommen Sie noch einmal zu uns. Na, ist okay. Ich meine, man muss geben hier. Danke schön. Okay, kommen Sie noch einmal. Danke schön. Ich danke sehr. Ich danke schön. Danke. Vielen Dank. Also lustig ist der, aber ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Naja, der Hotel in der Nacht passiert, das ist nicht ein Tag meines Sommers. Ja, deswegen kriegt er auch nur. Was ist da jetzt los? Ist jemand da? Ja, grüß Gott. Grüß Gott, ich bin Adele. Adele? Adele. Adele? Aus Rumänien. Ach so, ich dachte, Sie sind aus Amerika. Nein, Adele aus Rumänien. wie heißt diese Organisation Menschen helfen etc.? Ich suche, bin ich jetzt richtig? Ja, genau, sind Sie da. Bitte, möchten Sie Platz nehmen? Unbedingt. Soll ich Ihnen helfen? Nein, das ist aus meiner Jugend. Okay. Ich muss aufpassen. Bitte. Möchten Sie was zu lesen haben? Bitte, danke. Was möchten Sie? Das Wasser. Okay. Bitte. Adele hat Riesenprobleme. Bitte? Also in Rumänien gibt es nichts zum Essen und Trinken. Oder Pension, die ich habe, zahlen Strom, Betriebskosten, kein Geld, Medikamenten, ja. Aber kann meine Landsmänner sagen, du kommst nach Österreich und du Babysitter. Ja, aber jetzt ist kein kleiner Baby, sind 5 Jahre große Kinder. Andere kann das nicht mehr, zu laut, anstrengend, zu viel. Und Adele war krank. Oh je. Ja, und meine Reisechefin hat mich auf die Straße gesetzt. Ja. So. Da war eine sehr gute und nette Frau, und sie
kommen mit und jetzt bin ich in der Notschlafstelle für die Frauen. Notschlafstelle? Frauen schmutzig, kann ich nicht waschen. Auch nicht. Nichts waschen kann. Okay. Das stimmt. Adele hat schöne Sache und das ist alles, was sie hat. Das muss immer gewaschen werden, geputzt. Das ist alles. Das ist alles, was ich habe, ja. Wie alt sind Sie? 60. Sind Sie noch am Leben? Ja. So. So die alte Frau. Markus. Alte Frau. Das ist die Jugend. Der hat einen schönen, gebildeten Mann. Und Sie sagen, Sie brauchen Hilfe von uns. Ja, ja, schauen Sie nicht so aus. Was ist los? Hilfe! Oh, bitte. Hallo? Ja, es kommt gleich ein Mutter. Du warst so lustig und jung. Nehmen Sie Wasser. Wo bin ich? Na, beruhigen Sie sich. Ich habe den ersten hier kurz gemacht, aber ich habe alles vergessen, ja? Aber. Guten Tag, ich habe einen Anruf bekommen. Ist das die Patientin? Genau. Guten Tag, wie geht es Ihnen denn? Ja, wo tut's denn weh? Was für ein Schmerz? Drückt es? Drückt es? Ja. Können Sie atmen? Sehr schwer, okay. Tut es beim Einatmen weh? Sehr. Rauchen Sie? Ich höre kurz Ihre Lunge ab, okay? Einfach ruhig atmen. Kurz aufsetzen. Einatmen. Vier Backen am Tag? Ungefähr. Ich werde Ihnen ein Rezept schreiben müssen. Die haben eine ziemlich tiefe Bronchitis und es hört sich auch ein bisschen an Lungenentzündung an. Also dieser ganze Schleim, der muss raus. Und am besten Sie trinken mehr und rauchen weniger, okay? Danke, vielen Dank. Besser als rauchen mehr.
zahlen Sie sich dann die Medikamente? Ich kann das nicht. Na, geben Sie mir das, ich mache das schon ein bisschen. Ja? Ich schreibe es Ihnen auf. Also das sind Tropfen, die gurgeln sie doch. Ja. Und die Tabletten dreimal am Tag auch schlucken, okay? Und trinken. Gurgeln und schlucken. Okay. Okay. Na gut, auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Dankeschön. Sie ist aber auch gewesen. Siehst du, ja. Geht's Ihnen schon besser? Ja, mir geht's besser. Ah, super. Noch ein bisschen trinken. Da gibt's noch was. Markus, bitte schau. Was meinen Sie? Wo gehe ich hin mit mich rein? Wir machen jetzt weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das ist auch, ich also, was brauchen Sie genau? Ja, ich habe Hüftprobleme. Ich kann nicht viel Schläge laufen. Meine Wirbelsäule auch kaputt, wissen Sie? 60 Jahre alt, das normal. Ja. Wie lässt der Stock in die Tür, ne? Naja, ich weiß nicht, ob die das haben. Guten Tag, das ist Markus von der Hilfsorganisation für alle Menschen. Grüß Gott. Wir haben hier eine Klientin, 60 Jahre alt. Okay. Okay, ja, genau. Ja, sie kommt aus Rumänien. Und nein, in der ansteckenden Krankheit ist das nicht. Na, sie hat keine ansteckende Krankheit, nur Bronchitis vermutlich. Okay. Gut, habt ihr was im ersten Stock oder im Erdgeschoss? Weil sie sich nicht sehr bewegt. Im ersten Stock. Zimmer Nummer 10. Okay, super. Dann schicken wir sie zu Ihnen. Sie hat einen roten Koffer und blonde Haare. Super, danke. Okay, Sie kommen in so ein Tageszentrum. Tageszentrum? Genau. Das ist auf der Josefstädter Straße Nummer 100. Ja? Wie fahren wir? Tageszentrum. Tageszentrum. Wie fahren wir? Naja, Sie gehen einfach mit der U6 bis zu der Josefstädter Straße und dann mit einer Straßenbahn. Gut, wartet jemand auf mich? Jetzt wird sie dort gleich beim Empfang jemanden warten. Ja? Okay. Sie wissen schon, dass sie kommen. Vielen Dank, vielen Dank. Ganz kurz, ich hatte, ja, okay. Moment, Frau Adela. Soll ich Ihnen auch helfen oder können Sie selber Ihre Vergangenheit fragen? Bitte helfen Sie mir, das ist sehr schwer. Bitte, kommen Sie noch einmal zu uns, sagen Sie... Sagen wir dort was. Ja. Genau, kommen Sie. Okay, Adele tut sich waschen, putzen und dann kommen. Okay, gut. Danke. Wenn etwas nicht passt, kommen Sie sofort. Vielen Dank, Herr Verwalter. Ich begleite Sie noch. Danke. Die Junge ist weg. Das war eine schwierige. Aber sie ist nett. Wie? Sie springt und ich bin so alt. Alte Frau, junge Frau. Du fühlst dich alt? Sie ist so geträumt und so. Was ist da? Ich kenne mich nicht aus. Du? Ich kenne mich auch nicht aus, aber ich habe. Bis Gott. Bis Gott. Verständig. Grüß Gott. Also ich weiß nicht, ob ich bei der richtigen Stelle, aber ich hoffe, ich bin Elena. Elena? Ja, ich bin Elena. Grüß Gott, ich bin Elena. Ja. Grüß Gott. Oh. Elena, ja, okay. Bitte. Elena, danke. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön, danke. Wollen Sie was zu trinken? Ja, bitte schön. Bitte brauche ich was. Ja. Melanie, ja. Melanie. Melanie, ja.
Melanie kommt mir bekannt vor. Ja. Elena? Ja. Was kann er? Wie sieht du? Ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme jetzt gerade aus Deutschland und ja, jetzt gab es schon gerade bei Westmarkhof gekommen und ich brauche Hilfe. Ich habe schon im Zug gelesen, dass Sie eine Organisation, welche kann uns helfen, weil ich habe schon alles verlassen und ich komme in Wien, ich habe keine Bekannte und ich brauche wirklich unbedingt, wo kann ich mit meinen Jungen Baby schlafen, ja. Darf ich fragen, warum Sie den Stand verlassen mit so kleinen Baby? Bitte. Das war nicht eine lange Geschichte, aber vertrauen Sie mir. Ja, bitte. Naja, ich habe in meiner Stadt gearbeitet als eine Pädagogin und dort habe ich schon einen Mann kennengelernt. Er ist aus Jugoslawien und wir haben uns verliebt und es ist alles gut gegangen. Wir sind unsere kleine Melanie bekommen. Wie heißt der Mann? Njegosch. Aber das ist gut, Njegosch. Ja, er heißt, ja, meine Njegosch. Ich liebe ihn so. Ja, ihre Njegosch. Und ja, meine Eltern waren nicht zufrieden mit ihm. Und es ist langsam mit Jägosch, gekommen, mit Jägosch, ja. Und es ist langsam die Streiterei gekommen und wir sind getrennt und ja. Ihr seid emotional, Jägosch, so spricht oder so. Ja, für mich ist Jägosch was Besonderes, das muss ich sagen, ja. Er ist die Liebe meines Lebens. Und wir sind gut. Elena, kein Problem, das ist Ihre Leben. Ja, und ja. Meine Eltern mischen sich immer und die lassen sie mich nicht in Ruhe, die wollten mein ganzes komplettes Leben. Also jeden Tag geht es auf die Nerven. Ja, naja. Auf die Nerven und gestern hat wirklich über eine Grenze gegangen. Meine Mutter, sie war so streng, sie wollte nicht, dass ich meine Männer hier adaptieren lasse. Nein, das geht nicht. Wir sind da. Wir sind für sie da, ja. Sie war niemand zufrieden. Mit meinem Job und noch Njegosch und Baby dazu. Aber dann habe ich schon gesagt, ich muss meine Land verlassen, ich muss irgendwo eine Ruhe finden für mich und meine Baby. Ich will nur das. Ich kann nicht meine Melanie adaptieren lassen. Nein, du brauchst keine Sorge machen. Darf ich? Ja, natürlich. Wir sind bereit, die solche Situation zu Menschen. Versorgen für Kinder, für Mama, egal was für eine Menschen. Brauchst keine Sorge machen. Ja. Elena, was kann man für. Bitte. Ja, wir können sie in das Mutter-Kind-Zentrum. Guten Tag, grüß Gott, danke für die Organisation für alle Menschen. Grüß Gott. Unsere Klientin ist jetzt bei uns und wir würden sie gerne. Okay, ist alles besetzt? Oh mein Gott. Oh je. Naja, sie hat ein Kind 4 Monate. Gibt's leider nicht. Okay, naja. Schauen Sie bitte kurz nach, wo es vielleicht was im zweiten Gebäude gibt. Ja, bitte seien Sie so nett. Okay, super, sehr nett, ja. Okay, was soll sie mitnehmen? Okay, sage ich ihr gleich. Super, Dankeschön, danke wieder. Okay, es gibt einen Platz für Sie. Oh mein Gott. Sie brauchen bitte am besten die Geburtsurkunde oder den Mutter-Kind-Pass. Und das alles in Kopie. Okay. Die Geburtsurkunde. Ja, wenn wir wussten, dann haben Sie das Datum, kann ich Ihnen das gleich hier kopieren bei uns, ja? Ja, aber. Geben Sie es mir, ja? Was brauchen Sie genau? Die Geburtsurkunde und den Mutter-Kind-Pass. Okay. Oh mein Gott.
jetzt um den Kopf. Okay. Was soll ich machen? Können Sie anrufen, wahrscheinlich im Café? Ja, wissen Sie, laufen dort schnell hin, ja? Ja, aber was soll ich mit meiner Melanie? Sie können die bei uns lassen, zum Beispiel. Wir können auch was. Aber kann ich Ihnen vertrauen, oder? Natürlich, die Martina hat 35 Jahre Erfahrung. Wir haben auch eine Liege, ja? Ja, okay. Okay, Melanie, ich komme gleich. Okay. Nein, komm gleich. Okay, aber bitte aufpassen auf Sie und die Regeln müssen bitte sehen. Okay. Melanie, schnickt deine winzige Baby. Okay, also ich muss hier schnell. Bitte schön. Okay, keine Wünsche, ich komme gleich. Ja. Okay, so viele sind, ich komme gleich. Viele sind, wir helfen sich. Jede Mutter Zimmer, Kinder, du brauchst ja Luft. Meine Sohn.
Lebens. Wo warst du? Wo warst du? Ich hab dir gewartet, ich hab gewartet etwas von dir, aber ich hab dir nie gefunden. Oh mein Gott, ich hab so gewusst, der ist so klein. Und unsere Melanie, Melanie. Schau, Melanie. Schau, Papa ist da. Oh, meine Pause ist schon fertig. Papa ist da. Was ist da los? Schatz, du kennst doch gar nicht. Du kennst ja jetzt nicht das. Schh, gestern nicht. Bitte schön. Oh, schau, Auge, wie eine Zunogorat. Also,
Viele Menschen kenne ich nicht. Aber mich kennst du schon, oder? Aber deine Slajana. Wo ist die Slajana? Slajana, bitte kommen Sie zu mir. So, zum Weit kommen. Was haben Sie gehört von uns? Na, der Grund war die Einladung von Perica. Okay. Den habt ihr jetzt alle gesehen als ein professioneller Amateur-Schauspieler, kann man sagen. Und die Freundschaft, die man pflegt, und so eine Gruppe ist immer was Gutes, Positives, darum ist man die Strecke wert einfach. Und die berühren uns zum Lachen bringen und Lachen ist gesund. Ich hoffe, meine Gesundheit, ganz einfach. Es ist es mir wert, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Das ist der Grund. Danke, dass ihr sowas macht. Ja, gefällt das Ihnen? Mir hat es gefallen. ALD und. Wenn wir das weitermachen, können Sie mit uns arbeiten? Kann ich. Oder? Mein Gott, das ist wie vorher. Heute angefangen. Wie meinte ich die Zukunft? Naja, nicht so lang. Im Süden ist Zukunft sehr lang. 5 Minuten sind eine Stunde. 5 Minuten bin ich da und wir warten eine Stunde auf euch. Ja? Sagen wir ja, okay. Gut, danke, dass Sie kommen. Und welche Ihres mit, wie heißt der, Leute kommen? Hier sitzen Sie. Ich verstehe das nicht alle. Vielen Dank. Das ist so weit von mir. Naja, ich freue mich, dass Sie kommen. Slajana, das vergesse ich nicht. Dass Sie noch so weit von uns kommen. Vielen Dank. Thank you.